geziemt sich ja normalerweise nicht, mit Frauen über ihr Alter zu sprechen. Aber ich finde, in diesem Fall ist es legitimiert, weil meine heutige Gesprächspartnerin erstens viel jünger ausschaut, als sie tatsächlich ist. Und zweitens, weil dieses Ding da, an dem wir da lümmeln, quasi ein ewiger Jungbrunnen ist. Wir sind zu Gast bei Boxweltmeisterin Nicole Wesner, die sich gerade auf ihren nächsten Profikampf vorbereitet. Am 22. September ist es soweit. Über den werden wir gleich gesondert sprechen, und zwar unter verschärften Bedingungen, nämlich in diesem Ding da drinnen, liebe Nicole, von dem du jetzt uns in Kürze bitte erklärst, was es damit denn auf sich hat. Ja, das ist eine sogenannte Cryosauna oder auf Deutsch Kältekammer. Habe ich jetzt circa im halben Jahr. Hat viele Vorteile, aber um mal so die stärksten Vorteile zu nennen: Das erste ist, stärkt das Immunsystem. Ja. Ist eben nicht wie die Kneippbäder, Kaltwasser, also die Füße in Kaltwasser. Das zweite ist, es fördert die Regeneration, sprich, ich kann mehr trainieren. Ja. Und das dritte ist, ist gut für Anti-Aging. Und dadurch, dass ich ja schon ein bisschen älter bin und vorhabe, noch sehr viele Jahre zu boxen. Wie alt haben wir denn? Du musst jetzt natürlich nachstoßen als investigativer Journalist. Ich bin am letzten Sonntag tatsächlich 41 geworden. Unglaublich. Das heißt, wenn ich mich jetzt da reinhaue, dann schaue ich plötzlich auch wieder um 2 Jahre jünger aus. Ich weiß nicht, ob es jünger macht oder ob sich einfach das Alter festfriert, ja, keine Ahnung. Okay, aber wir haben uns das ausgemacht. Wir spielen das jetzt tatsächlich so weiter. Wir kommen jetzt gleich zum Kampf zu sprechen. Und zwar, während ich da drinnen sitze. Und du kühlst dieses Ding jetzt runter auf minus 150 Grad. Ja, so Pi mal Daumen. Wir schauen mal, wie lange ich da drinnen aushalte. Ab dem Zeitpunkt, ab dem es mir zu kalt ist, machen wir einen Rollenwechsel. Einverstanden? Okay, alles gut, klar. Dann bring dieses Ding zum Laufen und ich bereite mich jetzt einmal vor drauf. Okay. Das Ding ist startklar, ich einigermaßen auch, wenngleich ich schon Bammel habe vor dieser Challenge. Mal schauen, wie lange ich es da aushalte drinnen. Jetzt geht's los. Da stelle ich mich rauf, ne? Okay, es wird ernst. Gut, wir müssen uns sputen, weil es wird wirklich verdammt kalt. 22, nein, wir haben keine 3 Minuten. 22. September, dein 15. Profikampf. Bis jetzt, glaube ich, hast du alle gewonnen. Weißt du eigentlich, wie man mit Rückschlägen umgeht? ja, was ist Rückschläge? Also ich beschäftige mich mit dem Thema nicht, ja. Also mich fragen die Leute manchmal, gibt es einen Plan B? Gibt keinen Plan B, immer voll auf Sieg. Alles klar, was muss man über deine Gegnerin wissen? Bist du deppert, jetzt zirkt sein. Eine Dame aus der Dominikanischen Republik meines Wissens, die ist wie gut? Ich werde gewinnen. Haben wir schon auf 100 minus 150? Ah ja, es geht tatsächlich sehr schnell. Du wirst selbstverständlich gewinnen, du hast 6 deiner Siege in K.O. gewonnen. Das ist auch die Marschroute, die du dir selbst vorgibst, nehme ich an, oder? Naja, man kann nicht mit dem K.O. planen. Der K.O., der kommt aus dem Boxen heraus, ja. Aber ja, also ich versuche mal den K.O. zu visualisieren und vielleicht kommt er dann. Ja, ein bisschen müssen wir über deine Geschichte natürlich trotzdem zu sprechen kommen, weil sie ja sehr ungewöhnlich ist. Nicole Wesner hat erst mit 32 zum Boxen begonnen. Warum das? Weil du ja da bis dahin eigentlich einen sehr gut bezahlten Job. Das kommt immer so stoßweise, dieses verdammte Ding. Red einfach schnell. Ja, also ich bin durch Zufall zum Boxen gekommen in einem Fitnesscenter, wo ich eigentlich Yoga ausprobieren wollte. Geht für ihn. Mach dir warme Gedanken. Ja. Also in diesem Fitnesscenter bin ich eigentlich wegen Yoga hingegangen, habe da das Boxen kennengelernt, habe gedacht, was ist das für ein cooler Sport. Und dann habe ich eine Leidenschaft angefangen und aus der Leidenschaft ist der Ehrgeiz gekommen. Und dann habe ich gesagt, einmal im Leben richtigen Kampf. Dann bin ich in den Boxclub gegangen, habe richtig Boxen gelernt, dann kamen die Kämpfe. Österreich. Ja, das ist das verdammte Ding da hinten, das blast immer so unvorhergesehen ein. Das ist, Entschuldigung, ich musste dir Gedanken machen, kein Problem. Ja, dann bin ich österreichischer Staatsmeister am Amateurboxen geworden, dann irgendwann Profi und dann bin ich Weltmeisterin geworden, 2014 in Wien. Eine Frage, glaube ich, geht sie noch aus. Bei wie vielen Minuten halten wir? Du glaubst, du hast mitgestoppt. 2 Minuten, eine sollte noch aushalten. Es ist ein Heimkampf, es findet quasi in deinem Home-Gym statt sozusagen. Besondere Motivation für dich? Ja, ist eine besondere Motivation, das kann einem aber manchmal ein bisschen dazwischen funken, weil zu Hause will man aber ganz besonders gut boxen, ja, und da sind alle meine Teamkollegen sind dann dort und ja, dann hoffe ich mal, dass ich nicht zu gut boxen will und zu angespannt bin. Das ist verdammte Geräusche da hinten. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir machen jetzt einen Rollenwechsel, okay? Jetzt hast du da eine, mir ist quite genug. Ah ja, na gut, dann muss ja kalt sein. Über ohne Socken da drin. Das waren alles verschärfte Bedingungen. Die Profis ziehen die Socken an, ja, und die.
Die Bravehearts, so wie ich, die gingen überhaupt ohne Schuhe keine. So, jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Jetzt kann ich meine Fragen endlich ausführlich vorformulieren und dann schon langsam auf den Punkt kommen, weil die Dame holt es da drinnen aus. Nicole, dir geht es soweit gut einigermaßen? Mir geht's gut, ja. Ich mache das ja schon eine Weile, ja. Ein bisschen einen Startvorteil. Okay, wir befinden uns jetzt so ungefähr 3 Wochen vor dem Kampf. Wie weit bist du von deinem Kampfgewicht noch entfernt und wie schaut da jetzt die unmittelbare Vorbereitung darauf aus? Ja, also ich bin momentan bei 65 Kilo. Normalerweise wiege ich ein bisschen weniger, aber ich habe gerade ein Trainingslager in Tirol gehabt mit der guten Tiroler Küche. Das hat ein bisschen meine Ernährungsplan. Ganzes Trainingslager über Specknödel und so. Naja, nicht ganz so ähnlich, ja. Und also läuft ganz gut. Ich bin in der Sparringsphase. Gewicht, ja, 4 Kilo in 3 Wochen. Das ist alles kein Thema, ja. Also die meisten schmunzeln darüber, ja. Ihr Spitzensportler kriegen das locker. Genau. Aber ist ja schon ein ganz gutes Thema, nämlich der Komplex Ernährung. Wie ernährt man sich ganz grundsätzlich? Ich muss jetzt wieder auf das Alter zu sprechen kommen, mit über 40, verzeih mir es, und dann vor allem auch noch im Spitzensport und jetzt unmittelbar vor dem Kampf speziell. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Ernährungsrichtungen ausprobiert, von Low Carb, High Fat, Low Carb, High Protein. Ich habe 3 Jahre lang nur von Obst gelebt. Ich war 3 Jahre fast Frutarierin, ja. Mittlerweile ist es so, dass meine Ernährung immer noch sehr rohkostlastig ist, aber ich achte auf ausreichend Proteinzufuhr, nehme relativ viel Protein zu mir, viel Obst und Gemüse. Ja. Wann hast du deinen letzten Rausch gehabt? Oh, gute Frage. Das sind die investigativ-journalistischen Fragen. Ja, weiß ich, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ja. Also Vollrausch gibt es eigentlich jetzt nicht mehr so oft. Ja. Wie schaut es denn so mit der Trainingsintensität jetzt, je näher der Wettkampf rückt, aus sozusagen? Wie sehr gehst du da jetzt ans Eingemachte oder beziehungsweise wie sehr muss man das auch Ganze tempieren? Ja, also wenn ich keinen Kampf habe, dann trainiere ich wirklich sehr viel. Niedrige Intensität, hoher Umfang. Ich trainiere dann jeden Tag 3 bis 4 Stunden. Aber kurz vom Kampf, das sind wirklich Einheiten, die gehen an die Grenzen. Ja? Also Sparring mit 6 oder 8 Runden. Das ist sehr kurz, ja. Also das Sparring selbst geht dann vielleicht 8 mal 2 Minuten. Das ist dann Arbeitszeit von 16 Minuten nur, ja. Warm-up und Cool-down, noch ein bisschen Sandsack. Und das sind eigentlich die Haupteinheiten. Dann drumherum Techniktraining, aber auch so ein bisschen, wie es halt irgendwie passt, ja. Also weniger Einheiten, aber dafür sehr, sehr intensive Einheiten. Welche Rolle spielt denn Mentaltraining in deiner Sportart? Man hört ja immer wieder, Spitzensport ist auch oder sehr stark vielleicht sogar Kopfsache. Ja, also ich habe jetzt keinen Mentaltrainer. Ich wäre schon offen für sowas, aber ich habe das bis jetzt eigentlich selbst gemacht. Ich denke, dass ich mental sehr, sehr stark bin. Ich glaube an das Gesetz der Anziehung und dass man ein Optimist sein muss. Ja? Ich visualisiere meinen Kampf vorher. Oh, ist das schon zu Ende? Die hat meine Hitze nicht ausgehalten. Das war's. Dann müssen wir jetzt das Interview abbrechen. Nein, du darfst natürlich noch zu Ende formulieren. Bitte, du bist am Wort. Ja. Bezaubernde Genie ist dahin. So, sprechen Sie. Komplett erledigt. Ist fertig. Ich wollte noch eine Frage stellen, die ist mir jetzt aber entfallen. Bleib drauf, wir haben Zeit, gell? Ist eh nicht kalt da drinnen, oder? Ich wollte jetzt, wäre nämlich die wissenschaftlich Konnotierte gekommen. Jetzt wäre nämlich die Frage gekommen, die ist mir jetzt tatsächlich entfallen. Ja, ich weiß schon, was ich fragen wollte. Bist du bereit? Dann darfst du eh wieder rauskommen. Warum versteckst du dich jetzt da drinnen? Willst du die Klasse? So, die Abschlussfrage machen wir jetzt wieder unter normalen Bedingungen. Die erschwerten lassen wir jetzt da drinnen wieder. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage vielleicht schon ein bisschen nervt, weil du sie vermutlich nicht zum ersten Mal gestellt bekommst. Deswegen stelle ich sie jetzt ein bisschen durch die Hintertür, nämlich ganz gefinkelt. Wie sehr nervt es dich denn, wenn du gefragt wirst, wie lange du deine Sportart noch ausüben kannst? Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ich wollte nur über die schweinischen Kollegen ein bisschen reden. Also ich muss sagen, ich bin die Frage, kaum habe ich angefangen, hat man schon gefragt, wann ich wieder aufhöre. Ich werde die Frage gestellt, seit ich boxe. Ja? Also mit 32 bin ich schon gefragt worden und ich kann eigentlich nur schmunzeln. Die meisten Leute denken in Schubladen und wir sehen halt einfach die zig Fußballer, die alle aufhören. Aber die haben meistens im Alter von 4 angefangen, haben dann schon mal 30 Jahre Leistungssport gemacht, zig Wettkämpfe.
und irgendwann ist der Körper an Grenzen und man will vielleicht auch nicht mehr. Außer bei Cristiano Ronaldo, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf. Von dem wissen wir ja, dass er mit 33 noch Fitnesswerte wie ein 20-Jähriger hat. Also der bestätigt offenbar auch deine Regel. Nee, es gibt viele, ja. Also auch von Wladimir Klitschko hat man auch Spitzenwerte. Also ich denke mir mal, meinen Fall gibt es noch gar nicht. Ich habe mit 32 angefangen, mit einem Körper, der noch unverbraucht war. Ja, also ich habe noch keine Schlachten zum Zeitpunkt gehabt. Ich achte auf meinen Körper, wie nur was. Deswegen habe ich so eine Kältekammer. Immer weitermachen, ja. Also immer am Ball bleiben, immer weiter trainieren. Und also ich sehe mich, dass ich ruhig noch mit 48 noch super Leistung bringen kann. Und es gibt auch immer wieder Boxer, Ausnahmen, die das beweisen. Wenn es dir irgendwie hilft in deiner Karriereplanung, ich hätte persönlich nichts dagegen, wenn du es noch eine Zeit lang machst. Aber jetzt drücken wir mal fest die Daumen für den Kampf. Alles Gute und wenn wir dürfen, kommen wir dann gerne wieder zum Siegerinterview. Dankeschön und fest die Daumen drücken, bitte.